Hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem ganz neuen Videoformat von mir, nämlich das Teppichknüpfen. Ja, und zwar ist das wieder so ein Video von mir, was ich nicht kann und mit euch gerne lernen möchte. Ich weiß, es gibt jetzt viele von euch, die jetzt zuschauen und es können, wie beim Kreuzstickvideo, aber meine ersten Schritte, auch was Teppichknüpfen betrifft, sowohl auch wie beim Kreuzsticken, wollte ich euch als Augenzeugen mitgenommen haben, allein schon, um auch meine Aufregung mit euch zu teilen und ja, euch einfach daran teilhaben lassen. Wie gesagt, ich habe dieses Video genannt Teppichknüpfen Teil 2, weil Teil 1 wäre somit das Unboxing dazu gewesen. Nach dem Unboxing habe ich viele Kommentare erhalten, Nachrichten erhalten. Ich soll auch ein Video dazu machen. Ich könne ein Video dazu machen, worauf ich mich auch gefreut habe. Ja, ich habe jetzt ungefähr gefühlte 3570 Videos geguckt, wie sowas funktioniert. Ich hatte das bei Wiki gesehen. Admin in der Facebook-Gruppe Perlenstickerei bei Mine. Sie hat das auch als ein weiteres ihrer Hobbys. Und es hat mich total fasziniert, meine Neugierde erweckt und ich musste das einfach ausprobieren. Ich weiß nicht, ob es mir liegen wird, ob ich daran Spaß haben werde. Ich hoffe schon. Da hatte ich mir halt ein Set bestellt aus AliExpress. Wie gesagt, beim Unboxing habe ich ja gezeigt, den hatte ich separat dazu bestellt, weil mir dazu empfohlen wurde. Da gab es eins dabei. Ich packe das wieder aus. Das hatte ich nämlich nach dem Video, Unboxing-Video, eingepackt gehabt. So, ich erzähle jetzt einfach mal dazu. Das war ja das, was eigentlich in der Lieferung dabei ist. Und also der soll halt nicht empfehlenswert sein. Und ich höre dann auch auf Leute, die mir dann Tipps geben, die sich damit besser auskennen und es ist doch ein Unterschied, ne? Das hatte ich ja beim Unboxing auch gesagt. Probieren geht über Studieren, hätte ich nie versucht und mir nie ein Set bestellt, wäre ich heute noch gespannt, ja, ob es mir gefallen wird oder nicht. Das weiß ich halt jetzt immer noch nicht. Ja, wo fange ich an? Wo fange ich an? Ich müsste dann irgendwo anfangen. Das ist oben links, das ist unten links, das ist Mitte, oben rechts, unten rechts. Ich hoffe, ich vergesse nicht, das Videoformat umzudrehen, weil im Moment steht alles kopfüber. Ich habe nämlich auch beim Bestellen von diesem Ding, das hier, habe ich auch so ein Stück von sowas, aber ohne das Rücken, das hintere Teil bekommen. Da könnte ich auch eigentlich das hier, wenn ich die dazugehörigen Fäden hätte, machen. Aber ich habe jetzt nur das dazu. Also ich könnte jetzt mitnehmen euch nur für die Blau. Also heute machen wir nur Blau. Dann brauche ich heute keine anderen auszupacken. Irgendwie ist aber auch Licht nicht so toll gerade. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Es ist irgendwie dunkel. Naja, ohne ist es noch schlimmer, glaube ich. Ja, machen wir an. Entschuldigung. Ich hoffe, mein Handy fällt mir nicht auf der Hand. Ich bin total aufgeregt. Ja, ich möchte mich auch an dieser Stelle nochmal für das misslungene Livestream am Sonntag entschuldigen. Ich habe mich gefreut auf positive Verständnis von euch, auf positive Reaktionen von euch. Ich solle mich nicht daran kaputtfressen und ärgern und so weiter. Oh, das ist aber schön. Seht ihr das? Wenn mein Licht mitmachen würde, könnte ich das besser zeigen. Aber sehr schön, sehr, sehr schön. Also die Qualität gefällt mir. Ich kann es nicht vergleichen mit anderen. Es ist mein erstes Set. Aber das gefällt mir. Ich könnte da. Ja. Hammer.
Gut, legen wir das mal zur Seite. Ihr dürft kritisieren im Anschluss. Übrigens, Kreuzstecken bin ich ziemlich weit. Ich bin schon mittlerweile bei Farbe Nummer 3. Unsere Lieblingsfarbe vom Diamond Painting, 310. Da bin ich. Aber es macht komischerweise, im Gegensatz zu Diamond Painting, macht ja beim Kreuzstecken die 310 super Spaß. Also perfekt. Naja, Brille auf. Ich guck mal, dass ich das Licht, die Lichtverhältnisse ein bisschen ändern kann. So, wenn mein Teil hier so bleiben würde, wie es sich gehört, wäre es super, aber es rutscht und dann ist die rechte Seite dunkel. Was will diese Lampe mir sagen? Wechsel mich aus, tausch mich aus gegen eine andere oder so. Ich tauge zu nichts. Ja, ihr habt jetzt viel Schatten vom Schreibtisch, ne? Schade. Aber das ist nicht normal, sage ich euch. Egal was ich mache, es ist schlimm. Dem sein Henkel ist schlimm. Gleich knallt es mir auf den Kopf, während ich hier am Üben bin. Also wenn es jetzt laut rattert, wisst ihr Bescheid. Oder wir machen so, ich rutsche mit euch ein Stück. So in die Richtung, dann haben wir komplett hell. Yes. Wackelig. Ich weiß, sorry. Ich zögere das so weit hinaus. Also, wo fange ich an? Ich fange hier unten an. Unten links. Wird wohl nicht verkehrt sein. 10 mal 10 Quadrat ist komplett blau. Also brauche ich nicht tausendmal drüber schauen. Bitte, bitte, lieber Gott. Lass mich nicht blamieren. Aber ihr dürft kritisieren, habe ich ja gesagt. Ich habe ja gesagt, es darf kritisiert werden. So, schön ist es natürlich, wenn man hier sieht, sehen kann später, dass ich hier gar kein 10x10 habe. Also mache ich, fülle ich das komplette 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also ich fülle das hier komplett mit Blau aus. Das kommt halt zu den Diamond Painting Stiften, die ich auch nicht nutze. Brille auf, Klappe zu, Affe tot und Mine kann sich. Also ich gehe danach aus, was ich jetzt gerade, wie gesagt, Unmengen an Videos geguckt habe. Da hieß es nämlich, Moment, den Faden halbieren über den kompletten. Wie heißt diese Nadel nochmal? Habe ich jetzt vergessen. Knüpf, Haken. So, ziehen. Wir nehmen. So. Es wird jetzt das genommen, was man, wo man den Faden hinmachen möchte, komplett durchgezogen. Ja. Und dann wird das hier da dran, wenn ich das richtig habe. Shit. Schon falsch, glaube ich. Schon falsch. Und dann durchgezogen. Ich bin mal gespannt. Hat geklappt. Hat geklappt. Erstes Hasenohr. Ja, ich bin schweißgebadet. Ich habe jetzt gedacht, das müsste ich jetzt fünfmal machen. Ich schwöre es euch, das ist die erste Aufzeichnung, der erste. Sonst hätte ich 1000 Versuche nämlich wieder von neu aufnehmen müssen und starten müssen. Aber ich hätte euch im Anschluss gesagt, wie oft ich den ersten. Oh, mein Kabel vom Laptop. Egal, der stört da keinen. Aber schaut euch das bitte mal an, wie schön das aussieht. So, damit ich das euch zeigen kann, nicht zu nah dran. Ich verwechsel das immer mit der Webcam. Och, das sieht so toll aus. Die nächste. Es geht bestimmt schneller. Und je mehr Routine reinkommt, umso schneller wird man, glaube ich, auch. Und ich will es ja auch an Leute zeigen, die
auch eventuell später Interesse wie ich haben könnten daran. So, im Video hieß es nämlich, da wo man den Knoten haben will, rein, darüber wieder raus. So, gucken, gucken. Hä, toll. Darüber wieder raus. So. Dann macht man den Haken auf, klemmt das in die Dingens rein, da wo wieder was das da ist, in den Haken. Ja, das war jetzt nämlich ein Satz mit X. Ich bin auch zu weit unten. Ich glaube, ich sollte euch ein bisschen näher runterziehen. So. Und näher zu mir. Vielleicht seht ihr wieder meinen Bauch, aber egal. Es ist schwer für den Anfang. Ja, es geht eigentlich leichter. Ja, es geht schneller. Ja, Lampenfieber. Aber das muss ja mit. Ach so, muss das gar nicht mit? Täusche ich mich da? Ziehe ich da zu weit eigentlich, ne? So. Ich versuche mal so, ja? So rein. Aber das geht ja gar nicht. Das Rausziehen ärgert mich immer. Nee, das ist falsch. Also war das falsch, Mine. Erste war doch super richtig. So. Ich weiß, im Nachhinein kommt dieses für Leute, die mich sprachlich nicht verstehen oder eine Behinderung haben am Gehör, dass die auch nachlesen können. Und dann sieht man da die Hälfte nicht. Ich kenne das, wenn ich Videos gucke. So, also komplett wieder durch. Was mache ich denn hier? Tut mir leid, wenn ich euch aufrege. Die Könner, die regen sich jetzt bestimmt auf und denken, boah, was macht die? So, bis der Dingens durch ist. Bis der Klapphaken durch ist. Und dann erst dadurch, so. Genau, ah, jetzt sehe ich es auch. Jetzt sehe ich es von unten. Und jetzt klappt es trotzdem nicht. Ach doch. Ah, jetzt habe ich die Logik raus. Ich glaube, ja. So, jetzt haben wir das hier. Ich hoffe, ich mache das richtig. Oh mein Gott. Dann habe ich. Ja, ein Mitglied unserer Facebook-Perlenstickerei bei Mine-Gruppe hat heute sein. Er wird wissen, wen ich meine. Ich habe jetzt nicht nach Erlaubnis gefragt, den Namen sagen zu dürfen. Schade aber auch. Er hat heute seinen Teppich gezeigt. Und ich habe die totale Lust bekommen, jetzt mal mein Set hier mal zu testen. Habe auch direkt in der Gruppe mitgeteilt, so, jetzt mache ich auch das Video dazu. Und wäre doch gelacht, wenn ich kein Video hochlade, auch wenn es ein misslungenes Video ist. Auf mein Fehlversuche sämtliches von sämtlichen Sachen in den letzten Tagen sind wir ja gewöhnt, ne? Der Wille zählt. So. Ich weiß nicht, ob das okay ist, dass ich immer nachziehen muss. Müsst ihr das auch immer nachziehen, wenn ihr Teppich knüpfen tut? Sieht man das bei euch auch so? Oder ist das nur, weil das der Anfang ist? Da bin ich mal gespannt. Ich mache mal jetzt die Reihe darüber. Bin ich echt mal gespannt. Ich weiß, es geht schneller voran als bei Perlenstickerei. Weil die liebe Vicky, die hatte das nämlich angefangen und zack, war die irgendwann fertig. Ich denke, was? Sie hat einen schönen, ganz schönen Kissen gemacht. Ja, dieser Haken, der heddert sich immer irgendwo ein. Also halte ich den mal fest. Und zieh das dann. Gibt es keine andere Methode dafür? Das regt mich auf, dass ich das hier immer festhalten muss. Ich weiß, was ich mache. Ich gehe damit so durch, ohne das Ding drüber zu ziehen. Ach, das ist auch so klein, diese Ecke. Seht ihr das? So, bis der Klemmhaken hinten auch durch ist. Okay. Dann ziehe ich das so drüber. Das, was ich eigentlich vorher hätte laut anderen Videos machen müssen.
Und dann ziehe ich den hoch, so drüber. Dass es da hier halt hier an dem Haken drin ist und sich schon dann schließt. Und dann muss ich gucken, dass ich so zeigen kann. Seht ihr, wie ich das von unten sehe? So, jetzt lasse ich mal los. Hoffentlich mache ich nichts falsch, indem ich loslasse. Und aha. War nämlich falsch, glaube ich, doch nicht. Ich habe das Gefühl, immer beim Rausziehen, ich habe da was falsch gemacht. Ich bin außer Atem, dabei reden zu müssen, ne? Ja, ich will ja reden. Ich will ja, dass ihr dabei seid. Und taubstumm soll das Video ja auch nicht sein. Also mir hat jetzt die zweite Variante besser gefallen, indem ich das nicht, Entschuldigung, nicht drüber ziehe. Das ist die Aufregung. So, beim Video gucken habe ich bestimmt viel Kaffee, Kakao getrunken. So. Ach so, auf der Seite muss es bleiben. Also ich mache das jetzt drum. Ich werde bestimmt mit der Zeit lernen, wie es besser geht. Aber momentan komme ich mit dieser Technik klar. So, und dann durch. Und wenn ich jetzt... Es geht. Es ist ja wie ein Wunder. Aber jedes Einzelne so nachziehen müssen ist... Okay. Wenn die Lichtverhältnisse gut sind... Dann seht ihr auch wie ich, dass die Dinger stehen. Ich liebe diesen Anblick. Ich habe die ersten Schritte für meinen Knüpfteppich gemacht. Ja, das wird immer fülliger. Ich merke es von oben betrachtet. Wenn ich das von der Seite so zeige, habe ich Löcher da. Ist ja nicht schlimm. Ich werde das wohl nachziehen. Und umso fülliger es wird, umso besser ist es wohl, wie im Video, anderem Video gesehen. Boah, dieses Licht hier, das nervt heute extrem. Ist es wohl besser, wenn ich dann die Reihen, die ich gemacht habe, immer Richtung zu mir erstmal kämme? So, damit ich immer weiter nach vorne schauen kann. Ich mache ein paar Mal mit euch, ein paar Stück noch mit euch. Das hat mir jetzt gefallen. Das hat mir jetzt sehr viel Spaß gemacht, trotz dass ich es mir schwer gemacht habe und Video dabei aufnehme. Es ist nicht so schwer, wie wenn ich zu einem Rundstückbild euch mitnehme, wo man sich noch mehr konzentrieren muss. Hatte ich ja im Livestream vorletzten Sonntag. Und da musste ich mich dreifach konzentrieren, weil ich musste erstmal die Symbole lernen. Die Farben erstmal durchstudieren. So. Und ihr könnt dabei ja auch zuschauen, wenn ihr mögt. Ja, Sonntag hat der Stream nicht geklappt. Ich habe auf jeden Fall gestern direkt am Montag, heute ist ja Dienstag, wurde also mein Anbieter angerufen. Es liegt hier NRW-weit eine Störung. Aufgrund dessen, dass Wartungsarbeiten hier irgendwo stattfinden in der Gegend. Keine Ahnung, was die mir am Telefon erzählt haben. Ich war ja nur sauer und alles andere hat mich nicht interessiert. Ich wollte nur hören, ob es behoben ist oder nicht. Ob ich jetzt nächsten Sonntag in Ruhe streamen kann oder nicht. Ja, dann hieß es normalerweise ist, ich hatte seit Freitag ein echt schlechtes Internet. So dass ich hatte ja auch im Livestream erwähnt, dass ich meinen 20 Gigabyte aufgebraucht habe, weil ich halt keine Videos bei YouTube schauen konnte und so weiter. Ich versuche noch, wenn ich Redepausen mache, wisst ihr Bescheid, das ist nur, weil ich hier mit dem Haken kämpfe. Ja, und am Sonntag wurde das ja extrem, dass es auch mit dem mit dem Kabel, LAN-Kabel nicht funktioniert hat, dass das unmöglich war. Ja, da war die Störung halt größer. Die haben jede Menge Beschwerden erhalten ins Haus und es war halt überlastet. Die haben die WLAN runtergedrosselt, damit die Wartungsarbeiten auch ausführen können. Und da am Sonntag viele online im Internet benutzt haben, war das halt ein Ding der Unmöglichkeit. Da habe ich gesagt, ja, ein Ding der Unmöglichkeit ist, dass ich trotz Kabel nicht streamen konnte und
keineswegs vorgewarnt wurde. Leute, ich mag es. Das ist ja fast so schön wie Perlenstickchen. Und weil man... Jetzt bin ich wieder außerhalb der Kamera. Sorry. Das ist diese dumme Verkabelung hier. Das ist ja fast genauso schön wie Perlenstickerei, weil man sieht sehr schnell. Man denkt, man ist total weit gekommen. Yay, ich habe ein Hundertstel von meinem Teppich schon so weit. Aber ich muss gucken, dass ich das gleichmäßiger mache, weil ein paar sind länger geworden. Keine Ahnung warum. Dann habe ich das nicht richtig halbiert wahrscheinlich. Da ist das Kürzere. Hey, dann muss ich das ein bisschen rasieren später. So halten, wie der Friseur, und dann zack, zack, zack. Schneiden. Ich versuche mal. Ne? Versuchen. Versuchen. Moment. Ja, weil mich wird das jetzt die nächste Zeit nur stören. So. Alle gleich lang. So, jetzt habe ich aber den Dreck hier. Das macht echt Spaß. Also, ich glaube schon, dass das nicht mein einziges Werk sein wird. Liebe Vicky, hörst du das? War doch richtig, als ich bei deinem Video da geguckt habe, was du mir gesendet hattest. Mein Instinkt hat mir schon gesagt, dass du wirst daran Spaß haben. Bestell dir ein Set und probier es aus. Dann habe ich mir halt so ein Set bestellt. Wie ihr wisst, hat vor 1,5 Jahren meine Tochter geheiratet. So, jetzt muss ich gucken, dass ich das perfekt halbiere. Hier lauter Gerede, Gerede, Gerede und dann mache ich das wieder falsch. So, drum gewickelt und gleich lang. Oh, jetzt habt ihr mein Zittern gehört, ne? Wie meine Hand wieder zittert. Und dann so Klemmhaken und normale Haken. Ey, ich werde auch immer schneller. So. So, gleich lang ziehen, Mine. Yippie, yay, yippie, yippie, yay. Ja, noch hat sie nicht vor, ein Kind zu kriegen, aber wenn sie eins bekommen soll, hab ich mir gedacht, bekommt es ein erstes Geschenk. Das habe ich so dann ziemlich passend ausgesucht. Kann für Junge und Mädchen sein. Das ist egal. Wenn meine Tochter das nicht haben will, bleibt es bei mir. Wenn sie sagt, nein, das gehört nicht in meine Vorstellungen, habe ich das dann halt hier. Kann das dann vors Kinderbettchen tun. Irgendwann mal. Oder wenn mein Sohn irgendwie vorher ein Kind kriegen sollte. Ja, wie dem auch sei, ich springe wieder von einem Thema ins andere. Vodafone habe ich dann gefragt. Ja, habe ich gesagt, wie ist das denn nächsten Sonntag und bla, bli, bla, blu. Ja, die versuchen soweit die Störung halt und die Wartungsarbeiten so weit durchzuführen, dass es halt in den nächsten Tagen behoben ist. Sonntagabend, da wo es am meisten eine Störung sein sollte, war auf einmal keine Störung mehr da. Montagnachmittag wieder. Wow. Ja, heute hoffe ich mal, momentan, wo ich jetzt Video aufnehme, war es halt so, dass ich keine Störung hatte. Ich hoffe, beim Upload dieses Videos auf YouTube kommen keine Probleme und ich kann es heute noch laden am Dienstag. Ich kann gar nicht mehr aufhören. Ja, was war ich noch alles am Erzählen? Ja, ich hoffe, wie gesagt. Moment, so. So, umso voller es wird, umso schwerer ist es nämlich, das da drum zu wickeln. Für eure Tipps bin ich jederzeit dankbar, wenn ihr das anders machen sollt. Solltet. So, den Klemmhaken runter. Die beiden Enden da durch. Und zack, die Falle geht zu und wir ziehen es raus. Hoffentlich auch an der richtigen Stelle. Ja. Deshalb habe ich es, seht ihr, dann muss ich das hier nämlich vorziehen. Dann sind die auch beide gleich lang. Nee, genau, das war ich auch am Erzählen. Och, jetzt ist der noch länger geworden. Sind die elastisch oder was? Umso länger man dran zieht, umso mehr werden die.
umso länger werden sie. Ich lasse erstmal so, obwohl es gerade mich voll stört. Also schade, dass ich das auf der Kamera nicht zeigen kann, aber es sieht mega gut aus. Und es macht Spaß. Und das kann ich auf langen Autofahrten, wie wenn wir nach Frankfurt oder so fahren, mitnehmen. Weil die sind nicht so gefährlich im Auto wie meine Perlen. Ja, oder im Flieger kann ich das auch machen, wenn wir mal nach Türkei fliegen. Ich weiß nur nicht, ob ich das dann mit in den Flieger nehmen darf. Da muss ich mich mal erkundigen. Ich denke schon, oder? Ja, wie dem auch sei. Es macht mir Spaß. Jetzt verstehe ich auch Leute, die sagen, dass es Spaß macht. Und dass es auch einen Suchtfaktor hat, hat es definitiv. Es ist eine saubere Angelegenheit und man hat zack. Ich glaube, wenn man sich beeilt, in ein, zwei Wochen einen neuen Teppich zu Hause. Ich glaube, ich werde mir dieses Wochenende schon ein, zwei neue Sets bestellen. Bomine, du bist immer außerhalb der Kamera. Tut mir leid, Leute, ich sehe das nie direkt. Ich muss erstmal meinen Kopf hochheben und dann sehe ich das auch. So kann man es ein bisschen erkennen. So, wenn ich das in die Richtung mache. Also, ich weiß nicht, ihr könnt mir die Frage auch beantworten, wenn ich mal fertig sein sollte. Ist das schlimm, wenn ich an diese Stellen auch ein paar dran mache am Schluss? Weil ich möchte nicht, dass man das hier sieht. Oder sieht man das gar nicht, umso mehr da drauf kommen, dass das sich verdeckt? Kommt es mir nur so vor jetzt momentan? Ihr könnt mir das ja in den Kommentaren schreiben. Also perfekt, super, super, super. Es wird weitere Videos geben vom Teppichknüpfen. Ich hoffe, es stört euch nicht. Wir können das ja zusammen zu Ende machen und wenn ich neue Sets bestellt habe, wenn die ankommen, auch Unboxings dazu machen. Wenn ihr sagt, nö, Mühne, das muss nicht, dann teile ich meine Freude mit mir alleine. Aber wenn ihr sagt, ja, gerne und auf jeden Fall, je nachdem, wie euer Feedback dazu ist, werde ich auch agieren. Aber es wird definitiv, definitiv ein Hobby von mir werden. Ich will dann mal gucken, wenn ich das fertig habe, ob ich einen Läufer an einen 3-Meter-Läufer. Jetzt bin ich wieder bei so einem Megaprojekt direkt. Kaum habe ich was ein bisschen gelernt, halbwegs oder noch nicht mal halbwegs gelernt, will ich direkt an so ein Megaprojekt. Ich glaube, bis ich das fertig habe, kann ich das auch sehr gut. Für meine Küche. Dann so graue Läufer neben meinem Bett, an beiden Seiten, rechts und links. Ja, ich bin mal gespannt, wie das ist, wenn man darüber staubsaugt. Ich glaube, der Staubsauger fängt die Fäden nicht mit auf. Die bleiben drauf, weil da ja Knoten drin sind. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Rosane mit sticken wollte ich sagen. Mitknüpfen muss. Ich muss das mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, das eine hier, die erste Reihe muss ich mitmachen. Okay. Das ist die 10. Oder ich bestelle mir halt die Farben, solche Bommelchen hier. Weil sowas, okay, mit dem hinteren Teil gibt es die nicht immer hier mit diesem Teil. Aber dafür gibt es die Anti-Rutschteile, die man da bei Roller, Poco, Ikea und so weiter kaufen kann, die ich dann direkt so grob drunter nähen kann. Dann könnte ich so einen Teppich machen. Dann weiß ich, ich habe es selber gemacht. Und eventuell vielleicht personalisieren lassen bei AliExpress, ob die das machen. Einfach mal, werde ich mich mal die Tage schlau machen darüber. Oder noch besser, mir noch besser, genau. Ich würdet ihr euch freuen, wenn es so Knüpfteppich-Sets im Shop Kunterbunt Mine geben würde? Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare. Dann sind die natürlich
auch zu, käuflich zu erwerben, wie die Perlenstick-Sets. Die sind dann erst im Shop, wenn die auch bei mir sind und wenn die sofort lieferbar sind. Bedenkt bitte, ne? Ohne diese lange Wartezeit und so weiter. Also ich bestelle mir definitiv welche. So, jetzt habe ich wieder Mist gebaut. Ich gehe dann immer so weit zurück. So, ein bisschen durch, zurückziehen. Und dann so. Leider kann ich euch heute keine andere Farbe zeigen. Leider ist das der Beginn einer wunderbaren Freundschaft mit dem Teppich. Und hoffentlich wird er mir sehr süße Monate oder ein sehr süßes Jahr mit einem ersten Enkelkind gewähren, dieser Teppich hier irgendwann mal. Ja. Schade, dass ich früher dieses Hobby nicht entdeckt habe. Riesen Dank an Vicky nochmal. Ich bin fasziniert. Ja, ich muss aber heute an meiner blauen Moschee weitersticken. Mensch auch. Gestern habe ich an meinem Tiger Yoda 2,5 Stunden verbracht. Ah, doch, vorher dran zu machen ist einfacher. Umso fülliger der Teppich wird, umso einfacher ist es, wenn man den Kringel vorher dran hat. Irgendwo hat es seinen Sinn, glaube ich. So. Ja, auf euer Feedback bezüglich dieses Videos bin ich echt gespannt, weil das ist für mich was ganz Neues, Neuland. So, die Tüte tue ich jetzt weg. Ich rutsche immer da, wegen dieser Tüte. Und den Stifthalter. So, rutsche ich immer nach vorne. Wegen dieses Video bin ich auf euer Feedback gespannt. Ob ihr Tipps für mich habt, ob wie es schneller geht. Oder ob ihr sagt, Mine, du hast das perfekt gemacht. Du brauchst nur ein bisschen mehr Übung. Dafür, dass es deine ersten Strähnchen sind. Klappt's gut? Das würde mich auch freuen, wenn ich sowas lesen könnte. Oder Mine, du könntest das und das besser machen, dann ist es für dich einfacher. Oder meint ihr, ich hätte oben anfangen müssen hier? Aber ach ja, was das Kreuzsticken betrifft, da habe ich ja auch im Video mit den ersten Schritten habe ich versucht, unten links anzufangen. Das war nichts. Mal von der anderen Seite kennengelernt. Ich habe dann nach dem Video nämlich die Tage da drauf ist abgebrochen und oben links angefangen. Also Perlensticken fange ich unten links an, Kreuzsticken fange ich oben links an, Teppichknüpfen, klopfen wollte ich sagen, Teppichknüpfen ist auch unten links, weil dieses nach unten kämmen gefällt mir. Ja, was meint ihr noch dazu, was ich mit Dings meinte? Ah, so geht's gut. So dran halten. Rein, raus. Aber das lernt man schnell, ne? Am Anfang habe ich gedacht, wisst ihr, wie viele Videos ich geschaut habe oder schauen musste, bis ich die Logik dahinter verstand? Und ich wollte diese Bommel nicht aufmachen. Ich denke, nein, du kannst jetzt nicht üben. Du machst das bitte im Video. Ja, die Legende ist ja auch mega, ne? Es hat allerdings. Diese bestehen nicht aus DMC-Nummern. Schade. Schade, schade, schade. Da sind keine DMC-Nummern bei. Finde ich schön. Finde ich sehr schön. Ja, ob ihr dann Folgevideos, meine Fortschritte mit dem Teppich sehen wollt oder nicht. Ja, es sind schon ein paar Fragen jetzt in diesem Video entstanden, ne? Aufgekommen. Und wenn ihr sie mir beantworten würdet, wenn ihr Zeit und Lust dazu hättet, würde ich mich natürlich freuen. Wüsste ich auch, ob es bei euch ankommt oder nicht. Ob ihr, ja dann, ich will ja nichts hochladen und aufnehmen, woran ihr keinen Spaß habt. Oder woran ihr kein Interesse habt. Oder woran ihr keine Ahnung.
was euch. Ich möchte halt nichts hochladen, wo ihr sagt, oh nee, jetzt zeigt ihr schon wieder ihr dummes Teppich oder dummen Teppich, ihren dummen Teppich. Deutsche Sprache, schwere Sprache manchmal. Und erst recht, wenn man aufgeregt ist. So, meine Aufregung ist langsam weg. Das wäre es, wenn ich das fertig habe und an mein Bett tue. Zack. Ist doch, es hat Sinn, das vorher dran zu machen, weil später erkennt man da zwischen dem ganzen Dings seinen eigenen Stab hier nicht mehr. Ja, und ob ihr gerne in Zukunft, ja, das ist Zukunftsaussichten, bezüglich des kunterbunten Shops, denn Interesse hättet, auch mal Teppichknüpfsets oder Knüpfteppichsets auch sehen würdet. Ich denke, es ist eine gute Idee, gute Alternative. Der Shop heißt Kunterbunt und es sollte schon einiges an Sachen geben, was man halt für die Handarbeit bekommt. Wieso habe ich es jetzt so schwer? Ah, ich hatte den Klemmhaken dabei. So geht's am. Aha, wenn man ihn zu hat, kommt man ja gar nicht so einfach durch. So, die Aufregung ist langsam weg und ich merke, wie ich in mich hineinsacke, so langsam wie so ein Mehlsack. Und ich mache die Dinger gleichmäßiger. Yeah, zwei Reihen schon fertig. Ja, aber es geht auf wie eine Sonne. Aber es soll ja so sein. Das soll ja breiter sein, sodass man diese Seiten später nicht mehr sieht. Ne? Das ist ja Sinn und Zweck der Sache. Das wäre ja hässlich dann. Es soll ja so füllig sein wie auf diesem Foto hier. Dass das halt so ein Rechteck ergibt. Aber viel blau, ne? Naja, egal. Machen wir. Ja, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Ich hoffe, es hat euch nicht gelangweilt. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, liebe Leute, begrüße ich euch. Seid herzlich willkommen. Ich bin die Mine. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe von mir oder von uns. Wir sind nämlich eine komplett tolle Gruppe. Sie heißt auf Facebook allerdings nicht Kunterbuntmine, weil das merke ich auch, dass viele nämlich dann auf Kunterbuntmine suchen gehen, weil da ist auch so eine Seite, die ich vorher mal erstellt habe. Die heißt auch Kunterbuntmine, nur die ist nicht aktiv. Da sind auch keine Beiträge irgendwie drin. Ey, was habe ich jetzt gemacht? Nein, 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 seht ihr, jetzt habe ich. So, jetzt ist der durch. Auf Facebook heißt die Gruppe Perlenstickerei bei Mine. Da kann man auch seine anderen Hobbys teilen. Wie heute ein Gruppenmitglied, der seinen Teppich Fortschritt mitgeteilt hat. Wir haben da Kreuzsteg, wir haben Diamond Painting. Nur im Vordergrund ist halt Perlenstickerei. Wird auch immer im Vordergrund bleiben. Aber da ist ein Trade, ein Beitrag, wo man drunter seine anderen Hobbys mit uns teilen kann, weil wir sind offen für andere Hobbys. Wir sind froh, wenn wir andere Hobbys kennenlernen. So. Da seid ihr auch herzlich eingeladen. Beitrittsanfrage braucht ihr nur drei kurze Fragen beantworten. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich, wie jeder Künstler, ich bin zwar kein Künstler, aber ihr wisst, stellt euch das selber vor, ihr erzählt einen Witz und keiner lacht. Umso mehr Leute lachen, umso besser fühlt man sich. Das ist bei YouTube halt dieser Daumen hoch. Wenn ihr einen Daumen hoch, das ist für euch ein Klick, aber eine Riesenmotivation, umso mehr Daumen hoch sind, umso größere Motivation, umso größer ist die Lust, ein weiteres Video zu drehen bei uns, YouTubern. Das ist dann so, hey, die haben es toll gefunden. Was nützt, weil es ist traurig zu sehen, es haben 500 Leute geguckt und ich habe dann nur 4 Daumen hoch bekommen.
Könnt ihr euch die Motivation vorstellen, von einem Künstler oder Stand-up-Showman oder keine Ahnung was, oder einem Sänger, der geht, aha, da habe ich einen Fehler gemacht jetzt, der ist nicht komplett durch. Mein zweites Ohr fehlt da. Oder einen Sänger, der kommt dann in einen Raum mit 500 Leuten, singt oder macht seine Witze und von den 500 Leuten applaudieren nur vier. Könnt ihr euch einigermaßen vorstellen, was in dem Moment von demjenigen, bei demjenigen im Inneren vorgeht, los ist, wenn dann nur vier applaudieren? YouTube-Applaus ist Daumen hoch. Hoffentlich konnte ich das jetzt gut erklären. Noch schöner ist es, wenn ihr ein Abo hinterlässt, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Ist es natürlich umso besser, umso schöner für uns YouTuber. Wenn dieser Kanal abonniert wird, dann weiß man, ah, diese Person hat mein Video toll gefunden und freut sich auf weitere Videos oder hat eins der anderen Videos toll empfunden und hat sich gedacht, ich abonniere die mal, ich möchte die nächsten Videos nicht verpassen. Weil nach dem Abonnieren erscheint euch ein Glöckchen. Beim Aktivieren dieses Glöckchens bekommt ihr eine Info, wenn ein Livestream stattfindet, wo ihr auch mit uns chatten könnt. Und wenn ihr da, dann bekommt ihr auch Informationen auf euer Handy oder Display oder auf dem Desktop. Kunterbunt Mine hat ein Livestream gestartet. Kunterbunt Mine hat ein neues Video hochgeladen. Etc. pp. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Feedback hinterlässt. Und ich muss traurigerweise nach dem Video damit aufhören und heute erstmal an meiner blauen Moschee weitersticken. Ja, was mache ich jetzt hiermit, ne? Gute Idee. Eine gute Frage. Die Idee dazu habe ich noch nicht. Was mache ich damit? Was mache ich bloß damit? Ich habe mir jetzt überlegt, habe letztens hier Beutel gehabt, etwas größere Zipptüten. Und wenn man sie sucht, findet man sie nicht. Packe ich hier mal rein, die ist ein bisschen größer. Dürfte dann problemlos reingehen. Okay, komm, zwei Stück mache ich noch. Oh, nee, zwei, vier, sechs Stück. Zwei, vier, fünf, sechs mache ich mit euch. Das wäre dann heute meine dritte Reihe. Man kommt da nicht weg. Und total gemütlich. Ja, wenn ich dann sowas im Shop anbieten würde, ne? Wäre es auch interessant. Ich hätte dann reichlich Hobbymaterial, wenn sich das nicht verkaufen lässt, wenn ihr kein Interesse hättet. Aber zwei, habe ich jetzt einen mitgepackt. Zwei, vier, sechs. Oder wenn ihr sagt, nee, Mine hat keinen, ey, wir wollen sowas nicht, wir können sowas selber bestellen und keine Ahnung was. Gibt es hier eigentlich verschiedene Blautöne? Ja, dunkel, habe ich nicht, dass ich falsch genommen habe, ne? Ich habe direkt blau, dunkelblau gesehen. Nicht, dass es. Aber es gibt nur einmal dunkelblau. Das ist hellblau und das ist dann das Innere der Wolke. Hui, bin mal gespannt, wie das aussehen wird. Okay, die restlichen sechs mache ich mit euch. Ich hoffe, ich langweile euch nicht. Für mich ist das hier mega spannend gerade. Und wenn ich nur rum erzähle und sinnlos rede, sorry, Leute. Ja, die ersten Kunterbuntbeutel haben ihre Empfänger erreicht. Positive Rückmeldung erhalten, freue mich so sehr. Bezüglich der Kunterbunt Stoffbeutel, Teufel, Stoffteufel. Entschuldigung, habe jetzt trockenen Hals bekommen.
Pflegehinweise werden mitgeliefert, dass man das auf links bügeln soll, dass man Backpapier dazwischen tun soll und so weiter. Die Beutel wird es. Heute ist der 14., morgen ist der 15. Wenn das in den Shop kommt ab dem 17. Juli, wird es offiziell dann auch bis 17. August nur im Shop sein. Momentan warte ich leider immer noch auf eine Warenlieferung, weil die Beutel gelten ja als gratis. Für einen Bestellwert aus dem Shop, für einen Warenbestellwert ohne Versandkosten, für einen Warenbestellwert ab 50 Euro. Wenn man sagt, nö, ich habe eigentlich reichlich Zeug hier, ich möchte nichts bestellen, dennoch möchte ich die Tüte haben, sich denkt, absolutes Verständnis, kein Kaufzwang von irgendwelchen Sets oder irgendwelchen Materialien, man muss das nicht, aber ich verstehe das auch, dass man das dann haben wollen würde. Als Erinnerung kann man sie auch für, das war bei den Perlenbrettern ja nicht so, die konnte man nicht käuflich erwerben. Im Gegensatz zu den Mini-Perlenbrettern kann man diese Tüten für 8,90 € dann im Shop kaufen. Noch sind sie nicht da. Sobald die Ware kommt, sobald meine Sets ankommen, sind die Beutel auch im Shop zu sehen, zu kaufen, zu bestellen. Oder man sagt, ich bestelle eins dieser neuen Bilder oder eins, ein Set und so weiter. Oder. Ne, das ist daher warten wir ab, dass die kommen. Ich werde schneller hier. Ich hoffe, dass es am Freitag soweit ist. Schöner ist es, wenn es Donnerstag soweit ist. Ich werde in der Gruppe natürlich veröffentlichen, dass halt neue Ware eingetroffen ist und ab sofort auch bestellt werden kann, auch die Tüten. Also, wie ihr seht, im Shop dabei zu sein, in der Gruppe, Facebook-Gruppe, Perlenstickerei bei Mine dabei zu sein, lohnt sich auf jeden Fall, weil man dann über alles informiert ist. Ihr braucht nicht unbedingt täglich was posten, ihr braucht nicht täglich irgendwelche Bilder zu posten, ihr braucht nicht irgendwie ständig kommentieren. Wer keine Lust hat auf sowas, verstehe ich auch absolut. Das ist nicht zwingend erforderlich. Ihr könnt Bilder von anderen sehen, die posten über ihre Hobbys. Kann auch mal interessant sein. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr da die Fragen stellen. Wie auch immer. So, es sieht ein bisschen leer aus, kahl aus, ich weiß. Aber es sieht, live sieht es besser aus, Leute. Seid mal, ihr kennt es ja selber. So, so wird es aussehen. Ich glaube, wenn ich das am Ende immer noch so ein bisschen für kahl oder leer empfinde, werde ich. Also hier sieht man ja nichts, ne? Seht ihr? Das ist total bündig. Faszinierend. Aber hier dieses, ich glaube, ich werde dann nachfüllen. Je nachdem, wie viel Rest mir überbleibt. Ich hoffe, ich komme mit dem, was geliefert wurde. Irgendwie stört mich auch mein Nagel. Ich ziehe da immer die ganze Zeit an diesen Fusseln vom Teppich. Vom Teppich, nicht von den Fäden. Es ist schon ein Teppich für mich. Es sind keine Fusseln. Mir gefällt es auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe ein Hobby fürs Leben entdeckt. Und darüber bin ich jetzt so froh. Ich fühle mich wieder leicht. Ich könnte jetzt vor Glück direkt noch eine Tasse Kaffee trinken. Ja, jetzt habe ich euch lang genug aufgehalten. Ich hoffe, wie gesagt, euch hat mein Video Spaß gemacht und würde mich freuen, wenn ihr demnächst dabei seid bei einem weiteren Video. Fühlt euch gedrückt. Ciao, ciao.